Am Landgericht Schwerin ist heute einer der spektakulärsten Mordprozesse der letzten Jahre zu einem Ende gekommen. Zur Eröffnung der finalen Verhandlungen zum Urteilsspruch sagte der vorsitzende Richter, nicht einmal Agatha Christie hätte sich einen solchen Fall ausdenken können. Die Familie S. wollte am Anfang 2013 nach Spanien auswandern. Hier ging es ihnen nicht gut. Die Familie wollte ein neues Leben begehen, sich ein Café aufbauen mit einer Konditorei nebenan und nochmal in Alicante völlig neu durchstarten. Die Familie S. bestand aus der Mutter, dem Vater, Klaas S., einem Sohn und einem weiteren Sohn, dem zweijährigen Ocean Cameron Lincoln S. Dieser war dem Vater schon länger ein Dorn im Auge. Erstmal wusste der Vater gar nicht, ob der Sohn überhaupt von ihm war. Und zweitens war er verhaltensauffällig. Der kleine Ocean soll, laut Aussagen des Vaters, nervig, quengelig und anstrengend gewesen sein. Also fasste der Vater den Entschluss, Ocean müsse weg. In der Nacht zum 30. Januar 2013 lud er den kleinen Jungen am Abend in den Kindersitz in das Familienauto ein und fuhr mit ihm ein paar Kilometer südlich von Schwerin in einen Wald bei Sternbuchholz. Dort erstickte er den kleinen Jungen mit einer Fließdecke auf dem Rücksitz des Familienautos. Anschließend verscharrte er die Leiche des kleinen Jungen im Wald. Nach meiner Überzeugung hat den Angeklagten zu dieser grauenvollen Tat motiviert, dass er einen Neuanfang unternehmen wollte in Spanien, dass er auswandern wollte und ihm das Kind, von dem er davon ausging, es sei das Kind eines anderen, dabei gestört hat. Seiner Frau und seinem anderen Sohn erzählte er, dass er den Sohn zu seinen Großeltern gebracht habe. Und als die Familie ein paar Wochen in Spanien war, sagte die Mutter, sie möchte ihr Kind haben und der Vater möge sein Kind von den Großeltern abholen. Er holte das Kind auch ab. Er fuhr in den Wald in der Nähe von Schwerin. Er buddelte die Kinderleiche aus und brachte die Kinderleiche in einer Holzkiste verpackt nach Spanien. In Spanien angekommen, erfuhr die Mutter nun spätestens auch von dem Tod des kleinen Oceans. Anstatt dass die Mutter den Vater anzeigte und sich von ihm trennte, blieben sie zusammen. Der Kindsvater hat das Kind nach einer längeren Suche wiedergefunden im Wald, hat das Kind dann eingepackt im Endeffekt und mit nach Spanien genommen, um diesem Kind dann einen Sarg zu zimmern. Und in den darauffolgenden nahezu 9 Jahren haben dann der Angeklagte bzw. seine Ehefrau das Kind im Sarg durch Spanien, Deutschland transportiert. Zwischenzeitlich haben sich dann der Kindsvater und die Kindsmutter, die verheiratet gewesen sind, getrennt. Die Kindsmutter hatte einen neuen Lebensgefährten, hatte das Kind zu diesem Zeitpunkt, das getötete Kind im Sarg, bei sich geführt und im Haus des neuen Lebensgefährten, während der Kindsvater über einen geraumen Zeitraum dann weiterhin in der Schweiz gearbeitet hat und unter anderem auch den Lebensunterhalt finanziert hat von seiner noch Ehefrau bzw. dem gemeinsamen Kind. Das alles war noch im Jahr 2013. Der Vater konnte die Kiste nicht mehr bei sich haben. Er brachte sie nach Niedersachsen zu der Mutter und ihrem neuen Freund, wo diese ihn diesen Sarg mit dem kleinen Kind drin auf den Dachboden packte. Dort sollte diese Kiste bis 2020, wo die Polizei diesen Sarg gefunden hat, auch verbleiben. Ans Licht gekommen ist dieser Mordfall im Ergebnis dadurch, dass die Kindsmutter eine Anzeige erstattet hat vor den deutschen Behörden und diesem gegenüber offenbart hat, dass der Vater den gemeinsamen Sohn getötet hat. Sie brachte ein Geständnis mit, was der Vater damals für sie aufgeschrieben hatte, kurz nachdem er Ocean umgebracht hat. Nachdem die Kindsmutter, wie bereits geschildert, Tat angezeigt hatte, hat sich der Kindsvater sodann im November 2022 gegenüber den deutschen Behörden gestellt und die Tat vollumfänglich eingeräumt. Guten Morgen, nehmen Sie bitte Platz.
Naja, wir haben natürlich im Laufe des Prozesses zur Kenntnis genommen, dass es an verschiedener Stelle Einlassungen des Mandanten gegeben hat, in denen er sich ein Tatgeschehen zugeschrieben hat. Wir haben aber gleichermaßen zur Kenntnis zu nehmen, dass sowohl in Örtlichkeiten als auch in Modalitäten und auch in sonstigen Kern- oder auch Randbereichen es durchaus beträchtliche Unterschiede in diesen verschiedenen Verlautbarungen gegeben hat. Was in diesem Verfahren immer wieder vorgekommen ist, ist, dass Hintergründe diskutiert wurden, die mit der Tat als solcher, mit dem Mord an einem kleinen Kind, wenig bis nichts zu tun hatten. Es wurde viel spekuliert über die Motive meiner Mandantin, diesen Mord, nachdem er geschehen war, erst später anzuzeigen. Das Verfahren alleine hat, wegen der Frage, die im Raum steht, warum es so lange gedauert hat, dass sie das zur Anzeige gebracht hat, obwohl das einfach zu beantworten ist, auch dazu geführt, dass das Verfahren gegen sie quasi mitgeführt wurde, auch medial mitgeführt wurde, was auf gar keinen Fall richtig war. Und es ist gut, dass jetzt heute dieses Verfahren zum Abschluss kommt. Es ist gut, dass ein klares Urteil zu erwarten ist, dass die Staatsanwaltschaft sich klar bekannt hat. Auch die Nebenklage hat sich klar bekannt. Ich gehe davon aus, die Kammer trifft die richtige Entscheidung. Bewegen Sie sich. Der Angeklagte ist durch die große Schwurgerichtskammer hier des Landgerichtes Schwerin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass der Angeklagte seinen zweijährigen Sohn im Jahr 2013 getötet hat und dabei aus niedrigen Beweggründen vorgegangen ist. Wir haben ja eine Woche Zeit, ein Rechtsmittel einzulegen. Das einzige Rechtsmittel ist die Revision. Das werden wir einlegen. Das ist bereits besprochen. Was die Mutter wusste und inwieweit sie an der Tat beteiligt war, das bleibt auch nach dem Urteil heute unklar. Was aber Fakt ist und was während der Beweisführung immer wieder deutlich geworden ist, die Mutter wusste mehr. Und die Mutter hat zwischenzeitlich auch gelogen. So behauptete sie erst später von dem Tod erfahren zu haben. Das Gericht geht mittlerweile davon aus, dass sie spätestens am Tag nach der Tat von der Tat erfahren hat. Wir können nur so viel sagen, dass wir auch heute sehr deutliche Worte wahrgenommen haben seitens der Kammer hinsichtlich der Rolle der Mutter, die möglicherweise eine nicht nur erhebliche, sondern auch tragende sein könnte. Nun liegt es in der Hand der Staatsanwaltschaft zu reagieren. Das Gericht hat sich heute sehr weit aus dem Fenster gelehnt und entgegen des Standpunktes der Staatsanwaltschaft, die eigentlich die Ermittlungen führt, doch ziemlich gegen meine Mandantin gepoltert. Das halte ich für falsch, das halte ich für unangemessen. Meine Mandantin, die Nebenklägerin, ist Opfer dieser Tat. Ihr Kind wurde getötet. Könnte der Mutter auch ein Prozess drohen? Nach den Worten des Richters heute wirkt es fast so, denn dieser ging noch einmal intensiv auf die Rolle der Mutter ein und warf noch mal Fragen auf, auch in Richtung der Verteidigung. Und es wirkte fast, als würde der Richter noch einmal versuchen, Impulse in Richtung der Staatsanwaltschaft zu senden, dass diese die Ermittlungen wieder aufnehmen würde. Nachdem das Gericht jetzt heute solche Impulse gesetzt hat und das offensichtlich anders darzustellen bemüht war, können wir nicht ausschließen, dass es noch einmal Ermittlungen gegen meine Mandantin gibt. Während der Urteilsfindung appellierte der Richter förmlich noch einmal, dass der Vater noch einmal aussagt, um auch die Rolle seiner Frau etwas erklären zu können. Es wirkte fast, als würde der Richter ein bisschen mit dem Angeklagten sympathisieren, als er ihn zum Schluss noch einmal als hart arbeitenden, sich um die Familie sorgenden, normalen Menschen mit einer Ausbildung beschrieben hat, der einen Wehrdienst verweigert hat, um Rettungswagen zu fahren. All diese Dinge hat der Richter noch einmal aufgebracht und versuchte noch einmal, den Angeklagten bzw. den dann schon verurteilten Mörder zu überzeugen, noch einmal eine Aussage zu tätigen. Stand jetzt schweigt Klaas S. noch.
Wenn ihr weiter an spektakulären Mord- und Kriminalprozessen interessiert seid, abonniert den YouTube-Kanal Crimespot und schaltet ein.